Herzlich willkommen und hallo bei Mathe ist cool. Heute geht es um das Dividieren von Bruchzahlen. Ganz vereinfacht kann man sagen, man dividiert durch eine Bruchzahl, indem man mit dem Kehrwert der zweiten Zahl multipliziert. Was heißt das? Ich habe hier die Rechnung 3 Viertel dividiert durch 9 Halbe. 3 Viertel dividiert durch 9 Halbe ist diesem Satz nach dasselbe wie 3 Viertel mal 2 Neuntel. Du siehst, die zweite Zahl wird nur umgedreht, der Kehrwert gebildet, und aus dem dividiert wird ein Malzeichen. Und multiplizieren können wir ja schon. Ein anderes Beispiel. 2 Drittel dividiert durch 4 Neuntel ist demnach dasselbe wie 2 Drittel, die erste Zahl unverändert. Statt dividiert schreibe ich mal. Und die zweite Zahl drehe ich um, bilde den Kehrwert. Aus 4 Neuntel wird 9 Viertel. Wenn ich das Beispiel gleich ausrechne, ich kann 2 und 4 kürzen. Und auch 3 und 9 lässt sich kürzen. Mir bleibt übrig 1 mal 3, 3. 1 mal 2, 2, 3 halbe. Und das ist bekanntermaßen dasselbe wie ein Ganzes und ein Halbes. Noch ein Beispiel gefällig. Bitte sehr. 4 Fünftel dividiert durch 3 Zehntel. Man dividiert durch eine Bruchzahl, indem man mit dem Kehrwert der zweiten Zahl multipliziert. Ich lasse also die erste Zahl unverändert. Statt dividiert schreibe ich mal. Und die zweite Bruchzahl wird umgedreht. 10 Drittel. Beim Malrechnen darf ich kürzen. Kreuzweise kann ich 5 und 10 kürzen. 4 und 3 leider nicht. Damit bleibt übrig 4 mal 2. Im Zähler steht 8. Im Nenner steht 1 mal 3. 3. 8 Drittel. Und das sind 2 Ganze und 2 Drittel. Eigentlich gar nicht so kompliziert, oder?